ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich die Shirin dabei. Heute drehen wir die Challenge, was würdest du eher? Und ich bin schon aufgeregt, was für Fragen kommen werden. Und wir sehen uns gleich. Okay, I'm ready. Okay, Eddie, würdest du entweder eine Woche kein WhatsApp benutzen oder nicht telefonieren? Nicht telefonieren? Man könnte aber auch keine Sprachnachrichten. Juckt mich doch nicht. Eine Woche kein Telefonieren und eine Woche kein... Oder eine Woche kein WhatsApp. Ja, nicht telefonieren. Okay. Dann schreibe ich halt nur. Ich bin eh nur... Ich telefoniere fast gar nicht. Ich glaube, ich würde es auch wählen. Also ich glaube, ich würde auch... Das ist doch... Ich glaube, das würde jeder machen. Eine Woche ist voll locker, ne? Ja, Mann. Okay, das zweite. Würdest du entweder eine extrem scharfe Chilischote essen? Wirklich diese extrem scharfen... Es gibt ja wirklich richtig scharfe. Ja. Oder Wurstwasser trinken. Wurstwasser trinken. Boah, ehrlich? Klar. Hä, direkt runterschlucken, dies, das, Ananas, ja. Keine Aber Schmerz. So ein richtiges Glas, ne? Ja, ich würde doch zwei Gläser trinken. Na okay. Von der Chilischote würde ich sterben. Ja, ich bin richtig empfindlich, ey. Also, würdest du entweder einen Fußnagel von einem Fremden essen oder den Popel? Vom Fremden? Vom Fremden, ja. Ein Popel. Geht schnell flupsch. Ich glaube, ich würde... Ja, kann ich verstehen. Dein Gedanke. Mein Popel ist doch so, das ist so eine Konsistenz, die man schnell runterschlucken kann und... Ein oh Gott. Oh, stell mal vor, ein Fuß. Nee. Definitiv Popel. Das geht schneller, ne? Und das ist auch nicht so mit, weiß ich nicht, in Berührung gekommen. Oh, stell mal vor, da ist Dreck und dann wegen der... Nee, dann lieber ein Popel. Okay, du hast den Popel genommen. Würdest du entweder Hornhaut essen oder von einer Blase, ne, die Pelle? Ist ja widerlich. Beides. Ehrlich? Wenn du ernsthaft? Nee, ich glaube, Hornhaut, wenn das geschrubbt ist, kann man das schneller nehmen als eine Blase. Das ist doch, das zieht sich doch so. Dann will ich lieber die Hornhaut. Okay, alles klar. Siebte Frage. Würdest du entweder eine Woche in High Heels rumlaufen, egal wohin du gehst, Treppen, Müll, Schule, Bus, eine Woche lang, und du müsstest aber deinen alltäglichen Ablauf haben, oder im Sommer mit Winterjacke? Jedes Mal Sommer? Nee, nur ein Sommer, aber so... Ja, dann würde ich so Winterjacke im Sommer. Ernsthaft? Pff, Hamburg ist eh kalt im Sommer. Okay. Kommt höchstens 20 Grad. Und mit High Heels muss auch echt anstrengend sein, ne? Überall hin und... Dann kann ich auch wieder meine Blasen... Bah! So ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ach ja, schreibt doch in die Kommentare, was für andere Challenge wir noch drehen könnten. Und wir sehen uns wirklich das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.